Ja, Bahnhof, ich muss mich in diesem Video gleich spritzen. Es ist 5 Uhr, unser Flug geht um 9. Ich will mit Lucky spätestens um 6.30 Uhr hier aus der Haustür sein. Vorher muss ich mir eben noch das hier im Bauch haben. Ich hatte vor 2 Jahren, 3 Wochen nach Luckys Geburt eine Thrombose. Eine ziemlich heftige. Ich trage deswegen ja immer noch die Strümpfe. Aber ich konnte wenigstens die Medikamente abwechseln. Es tut mir leid, ne? Ich bin so eine Pussy. Ich meine, es gibt Leute, die sind Diabetiker, die hauen sich irgendwie 3-mal am Tag Insulin im Bauch. Und ich jammere, weil ich mich ja einmal wegen dem Fliegen spritzen muss. Ich finde das rückblickend auch richtig crazy, dass ich das 6 Monate lang am Stück, ich habe mir 6 Monate lang jeden Tag zum Spritzer reingehauen, weil solange ich Lucky gestillt habe, durfte ich keine Tabletten nehmen. Und ich weiß noch, dass es jeden Tag schwerer wurde. Mir ist schlecht. Nadeln einfach überhaupt nicht ab, aber es nützt nichts. Ich brauche den Scheiß. Ich hätte sonst so Angst, dass ich einen Flieger in mir eine Thrombose kriege. Die Spritze ist drin, ziehe ich mich jetzt um und dann geht's los.